habe ich ja von dieser aufkeimenden Panik unter Ökonomen, Politikern, Bankern gesprochen, dass bald einfach alles zusammenbrechen könnte. Weil Europas Banken wackeln, bedrohlich wackeln. Wer keine Angst hat, sagt ein Fondsmanager vergangene Woche in der ZIP 2, bei dem lässt sich das nur erklären, dass er halt keine Ahnung hat, wie es steht. Und deswegen wird man uns demnächst, werden Sie sehen, neue Bankenrettungsprogramme andrehen, Rekapitalisierung, den Eigenkapitalpolster unserer Banken stärken, das ist jetzt unbedingt notwendig, wird man uns sagen. Oder man wird uns sogar sagen, das ist jetzt das Dringlichste. Und wenn jemand sagt Vermögensteuern, dann wird die Finanzministerin hergehen und sagen, das Dringlichste ist jetzt, den Eigenkapitalpolster unserer Banken zu stärken. Und damit wird sie meinen oder uns sagen wollen, da man ja ganz schwer nur zwei Dinge gleichzeitig machen kann. Also muss man den Eigenkapitalpolster der Banken stärken und das mit der Steuergerechtigkeit, das verschieben wir auf später. Viel, viel später. So wird's kommen, aber da können Sie sich sicher sein. Kurzum, wir sollen schon wieder den Bankern die Kohle hinten reinschieben, weil die so systemrelevant sind. Da haben wir ja gar keine andere Wahl. Auch wenn wir nicht wollen, wir müssen trotzdem. So wie beim letzten Mal. Da haben wir sie gerettet mit Steuergeld und staatlichen Garantien. Das Dringlichste zuerst, hat man uns gesagt. Und neue Regeln für die Banken kommen dann später. Aber die kamen nie. Und dafür haben die einfach weitergemacht. So wie sie vorher gespielt haben, nach ihren Regeln gespielt und sich aus den Rettungstöpfen auch noch ihre Fantasiegehälter bezahlt, samt Bonis, und mit diesen Spekulationsgeschäften, da haben sie auch wie wild weitergemacht. Geld haben sie praktisch zum Zinssatz Null erhalten von den Zentralbanken und damit schön Casino gespielt. Und jetzt ist er halt wieder etwas dünn, der Eigenkapitalpolster. Und Sie finden, das reicht jetzt langsam? Na, das ist es auch, was diese Occupy Wall Street Bewegung sagt, die jetzt in den USA für so viel Aufregung sorgt. Hunderte kampieren im Bankenviertel, belagern es und immer mehr kommen zu den Demonstrationen. Zehntausende mittlerweile, ein bisschen wie am Tahrirplatz in Kairo. Die Finanzindustrie, Millionen gaschen schon wieder und aufführen tun sie sich wie die Masters of the Universe. Und wer fällt denen in den Arm? Niemand bisher. Dabei, man muss sich all das in Erinnerung rufen. Nicht nur das große Bild, dass die Industrie, diese Finanzindustrie, diese Industrie, die nichts produziert, als ein Fiasko, die Welt an die Wand gefahren hat. Nein, auch die Details. Nehmen wir nur Goldman Sachs. Goldman Sachs, das ist die Bank, die ihren Kunden strukturierte Hypothekenpapiere angedreht hat und auf der ganzen Welt dieses Risiko verstreut hat. Und während sie ihren Kunden gesagt hat, dass das super Papiere sind, hat sie still und heimlich Unmengen von Kreditausfallsversicherungen auf, oder besser gesagt gegen, genau diese Papiere gekauft. Also sie hat damit begonnen, diese Papiere, von denen sie wusste, die sind Schrott, auch noch in den Keller zu wetten, um durch deren Ausfall noch ein zweites Mal zu verdienen. So, und was würde man nun normalerweise erwarten, was mit so einem Unternehmen geschieht? Vielleicht sogar, dass es als kriminelle Vereinigung verboten wird, nicht wahr? Aber nichts. Wer sitzt von denen im Gefängnis? Wer wurde von denen vor Gericht gestellt? Niemand. Man glaubt es nicht. Und in Europa ist das alles nicht gar so viel anders. Und da kann es doch nicht sein, dass wir diesen Fehler noch einmal machen. Die Banken rekapitalisieren, sie auffangen und dann dürfen sie weiter nach ihren Spielregeln spielen. Nein, eine Bank, die Hilfe von der Gesellschaft will, die muss dann auch nach gesellschaftlich akzeptierten Spielregeln spielen. Eine Bank, die Hilfe vom Staat erhält, sollte deshalb in staatliches Eigentum übergehen oder zumindest sollte der Staat entsprechende Anteile am Unternehmen kriegen und damit auch Sitze im Vorstand und Aufsichtsrat und so weiter. Schon alleine, damit der Steuerzahler irgendwann einmal etwas von seinem Geld hat, aber auch und vor allem eigentlich, weil wir halt nun einmal die Erfahrung gemacht haben, dass man, wenn man sie weiter an den Schalthebeln lässt und auf die Selbstregulierung der Branche wartet, lange warten kann. Und wenn man diese Erfahrung macht, na, dann muss man halt irgendwann mal sagen, wir schauen da nicht mehr zu, wir nehmen das nicht mehr hin. Jetzt gibt's harte Regeln, jetzt gibt's klare Regulierungen, Verbote von diesen und jenen Derivaten, jetzt gibt's eine klare Firewall zwischen Investmentfirmen und normalen Banken, aber es gibt jetzt auch ganz klare innere Regeln. Schluss mit den Boni, Schluss mit den Fantasiegehältern. Man wird ihnen sagen müssen, ihr habt jetzt 3 Jahre Zeit gehabt, das selbst zu regeln. Ihr habt es nicht getan. Game over. Und jetzt bitte nicht mit diesem abgenudelten Argument kommen. Der Staat ist ein schlechter Unternehmer. Na, da haben wir aber deutlich schlechtere kennengelernt, nicht wahr? Und welche Mängel der Staat, so im Konkreten,
immer auch haben mag, die Bürokratisierung des Beamtenapparats, was auch immer, es gibt halt keine andere Institution, die aufs Gemeinwohl schauen kann. Also die Banker jedenfalls sind es nicht. Und bitte hört mir auch mit diesem ewigen Argument auf, dass Regulierung nur im globalen Rahmen etwas bringt, dass das keinen Sinn hat, wenn da nur einzelne Nationen oder nur die Eurozone damit beginnen und dass die Amerikaner doch nie, das ist doch nur eine Ausrede, damit nie jemand anfängt. Wenn wir das in der Eurozone knallhart regeln, dann wird das ausstrahlen, dann werden die vielen Millionen Leute in Großbritannien und in den USA ja viel mehr bestärkt und sagen, schaut, das geht ja, dass man sich wehrt, das machen wir jetzt auch. Und vielleicht wird ja auch nichts draus. Klar, es gibt keine Garantie. Aber gar nicht erst anfangen. Das ist eine Garantie dafür, dass diese Plünderer immer weitermachen. Und bitte, das gehört schon auch alles zusammen. Eine knallharte Regulierung des Finanzsektors, weil dessen Deregulierung, weil die Befreiung der Märkte die Marktwirtschaft in derartige Instabilität gestürzt hat. Aber auch Vermögensteuern, um diese Ungleichverteilung, zu der das beigetragen hat, wieder zurückzuschrauben. Und ich lache mich krumm, wenn die dann vom Eigentum reden und von schleichender Enteignung. Das ist wie in dieser Metapher von Bill Maher. Kennen Sie die? Na, die geht so. Stellen wir uns 100 Leute in einer Pizzeria vor und die bestellen 100 Pizzen. Und dann kommen die und dann nimmt sich einer 80. 80 für sich allein. Und dann sagt einer, ja sag mal, wären 79 für dich nicht auch genug? Und dann kommt der Aufschrei von denen, was, ihr wollt mir von meinen 80 Pizzen welche wegnehmen? Enteignung, Missachtung des Eigentums. Diese Bewegung drückt aus, was viele Menschen über das Finanzsystem denken, sagte Barack Obama vergangene Woche. Es wird halt Zeit, dass Obama selbst in die Gänge kommt und die Wall Street Agenten aus seiner Regierung raus hat. Introducing Michael Moore! Und Paul Krugman, der Wirtschaftsnobelpreisträger, hat geschrieben, irgendetwas passiert gerade. Es ist nicht ganz klar was, aber möglicherweise sehen wir gerade den Aufstieg einer Volksbewegung, die anders als die Tea Party auf die richtigen Leute zornig ist. Als die Occupy Wall Street Proteste vor 3 Wochen begannen, haben die meisten Medien die Events nicht einmal erwähnt. Jetzt, wo Gewerkschaften und viele Demokraten ihre Unterstützung der Proteste anmelden, erscheint Occupy Wall Street plötzlich als eine bedeutende Sache, die wir möglicherweise einmal als einen Wendepunkt betrachten werden.